Und damit bleiben wir in Hartmannsdorf. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hartmannsdorf fand am vergangenen Samstag ein Wettkampf der Jugendfeuerwehren statt. Gleich neben dem Festplatz am Freibad zeigte der Floriansjünger Nachwuchs, was er drauf hat. Nicht nur Kameraden der Feuerwehr fanden den Weg zum Wettkampf an diesem sonnigen Vormittag. Auch eine ganze Reihe Zuschauer. Einige versteckten die Augen unter dunklen Brillen. Denn am Abend zuvor ging die Festveranstaltung über die Bühne. Doch selbstverständlich hielt man zur Stange und feuerte insbesondere natürlich die eigene Mannschaft an. So, los geht's. Hartmannsdorf ist unterwegs. In der Wertungsgruppe Jungen bis 14 Jahre. Das ist unsere sogenannte Gruppenstaffette. Und in der Gruppenstaffette werden viele feuerwehrtechnische Sachen, Leistungen oder auch Übungen ineinander vereint. Das ist einmal der kleine Löschangriff, der gemacht wird, wo man ein B-Strahlrohr oder ein B-Schlauch an den Verteiler, vom Verteiler weg mit dem C-Schlauch weiter bis hin zum Strahlrohr, wo dann die Wasserabgabe simuliert wird mittels einer Kübelspritze. Es müssen noch Geschwindigkeitsübungen, wie zum Beispiel das schnelle Anziehen in einem Gerätehaus, wird mit simuliert anhand einer Decke, wo man dann aufstehen muss, Gürtel anlegen, Helm aufsetzen, lauter solche Sachen. Und noch feuerwehrtechnische Knöten und Stiche, drei verschiedene, müssen gemacht werden. Und das Ganze auf Zeit. Das Ganze wird in einer Gruppenstärke gemacht von 6 Personen, wie es auch normal im Feuerwehrleben ist. Und ja, der Schnellste möge gewinnen und sich den schönen Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Und das tat dann die Jugendfeuerwehr Kunersdorf mit einer Laufzeit von 1 Minute 51 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Viele Wehren klagen derzeit über den nicht vorhandenen Nachwuchs. Insgesamt gibt es aber im Bereich Zwickauer Land wieder einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Speziell in Hartmannsdorf haben wir eine gleichbleibende Tendenz. Wenn ich es auf den Landkreis widerspiegel, haben wir seit mehreren Jahren und Gott sei Dank schon wieder leicht steigende Zahlen. Wir liegen jetzt im Landkreis Zwickau bei 650 Mitgliedern. Die Gründe dafür sind erfreulich. Der Grund, dass wahrscheinlich doch die Kinder wieder mehr das Interesse an richtiger Bewegung und am Sport gefunden haben. Und das finden sie auch hier in der Feuerwehr. Natürlich ist jeder Neuzugang willkommen. Wer Interesse hat, kann sich auf der Seite der Kreisjugendfeuerwehr informieren. Also zentrale Seite bei uns, www.kjf-zwl.de. Und dort findet man alle Feuerwehren, die es bei uns im Landkreis gibt. Angesichts dieser Bilder und dem Spaß, den die Mädchen und Jungen hatten, sollte der Aufwärtstrend in Sachen Nachwuchs anhalten. Ich habe gar nichts hier. Ja. Geschafft.